Moin, Racer hier. Willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter Rise. Heute zu einer ganz besonderen Folge, denn der Magna Malo scheint eingekesselt zu sein. Er ist zum Greifen nah und wir werden versuchen, ihn heute den Gar auszumachen, damit seine Schreckensherrschaft über das Dorf Kamura ein für alle Mal zu beenden. Doch bevor wir das tun, gehen wir einmal zu unserem Kumpel Schmied. Denn ich würde gerne, habe ich mir überlegt, die Rüstung einmal. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht nach neuer Rüstung gucken, sondern eigentlich. Guck mal, hier sind. Die Sumnerkant-Rüstung. Cool aus. Gefällt mir. Aber das war eigentlich gar nicht der Grund, warum ich hier war. Oder hier bin. Sondern ich würde gerne unsere Rüstung ein bisschen verbessern. Ich denke, ein, zwei Verbesserungen pro Rüstungsteil macht schon Sinn. Gerade vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass der Magna Malo sehr stark sein wird. Werden wir das jetzt einfach mal machen. Ach, das wollte ich doch gerade. Was mache ich denn hier? Ich irritiere mich hier selber. So. So. Hiervon. Und dann fehlen nur noch die Beinteile. Okay, das war zu viel. So. Denn 5 Sterne ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes als das, was wir bisher hatten. Und ich möchte darauf vorbereitet sein, ganz egal was kommt. Bei der Randale vor 50 Jahren hat Magna Malo massiven Schaden am Dorf angerichtet. Das darf nie wieder geschehen. Du musst Magna Malo besiegen. Los, an die Arbeit. Und das werden wir tun. Ich habe richtig Bock und ich bin richtig gespannt. Wir werden natürlich dasselbe wie immer bestellen, in der Hoffnung, dass unsere Effekte alle triggern werden. Ja, perfekt. Ich denke, wir sind gut vorbereitet und wir brechen auf. A grudge towards all life. Given form in flame. Stalks unsuspecting creatures. That it seeks to maim. Its prey turns round to face it, preferring a hero's death. Knowing that this purple fire will steal its final breath. Pray for its soul. For this creature of pure evil shall swallow the world whole. Oh Mann. Ich glaube, das kann ein ganz schöner Kampf werden, den wir hier haben werden. Ich kann das jetzt nur vergleichen mit unter anderem dem Nergigante aus Monster Hunter World. Und ich weiß noch, dass mein erster Kampf gegen den, ja, ganz schön bescheiden ausging. Also ich habe ihn dann zwar irgendwann gekriegt, auch im ersten Versuch. Aber ich glaube, ich bin auch zweimal draufgegangen und es war auch zeittechnisch sehr knapp. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das hier. Oh nicht? Ob das hier vergleichbar ist oder ob es besser laufen wird. Weil jetzt kommen wir halt, wie gesagt, schon wirklich in die Gegenden, wo es normalerweise in Monster Hunter so ist, dass die Kämpfe dann doch sehr anspruchsvoll werden. Also ab 5 Sterne, so die Monster sind dann nochmal ein bisschen anders. Aber ich versuche da ganz offen dran zu gehen und da vorne steht er auch schon.
Wir werden einfach draufzimmern und gucken dann, was passiert. Okay, das hat schon mal nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, er. Oh, nein. Der Kollege ist einfach riesig. Und er ist schnell. Das ist eine Kombi, die ich ja gar nicht mag. Macht er jetzt? Okay. Einmal an die Seite. Oh Gott! Okay, wir müssen auf jeden Fall langsam und vorsichtig sein, weil ich glaube, sonst geht uns das hier noch maximal zum Verhängnis. Ich habe, um ehrlich zu sein, gerade gar keinen Plan. Ist er... Na toll. Ja, Bullfango, alles gut. Alles gut, beruhig dich. Warum ist er denn jetzt abgehauen? Noch gerade mal 3 Sekunden gekämpft. Naja. Kampf kann man das jetzt auch nicht nennen. Es war eher so ein ich tanze um den ein bisschen herum und guck, was er tut. Aber ich meine, das ist ja auch unser Standardvorgehen bei neuen Monstern. Wir schauen einfach mal, was wird. Ich fand ja die Zwischensequenz auch richtig krass, weil einfach das eine Viech da one-hitted hat. Okay. Mach jetzt nichts, dass du mich... Oh! Okay. Über der Attacke scheint er kurz... Oh! Hängen zu bleiben, das ist für uns eigentlich ganz praktisch. Okay, was macht er, was macht er, was macht er? Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf. Der verfehlt, nicht schlimm. Wir halten Abstand. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird auf jeden Fall ein anstrengender Kampf werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Abstand ist also bei dem Kollegen keine Option. Puh. Autsch. Und er macht auf jeden Fall guten Schaden. Und das trotz unserer Rüstungsverbesserung. Also wissen wir schon mal, dass hier... Könnte eine Quest werden, an der wir vielleicht sogar mal scheitern werden. Ich möchte es nicht ausschließen. Ich kann es gar nicht ausschließen. Was ich aber definitiv machen möchte, wäre jetzt gerade einmal heilen. Diese Sache, das ist nicht cool. Das ist mir viel zu viel Bewegung gerade, um ehrlich zu sein. Entspann dich. Ich habe so das Gefühl, dass wir noch keinen Moment hatten, wo wir mal richtig guten Schaden reingekriegt haben. Was ist das jetzt? Eine Rolle, okay. Okay, warum uns das jetzt schon wieder getroffen hat? Irgendwie hatten wir da, standen wir da komisch in seiner Hitbox. Oh, was ist denn das jetzt? Okay, er kann scheinbar eine Explosion machen. Vermute ich jetzt mal. Oh mein Gott. Das ist genau das, was ich meinte, was ich auch beim Nergigante-Fight hatte. Es ist einfach so viel Bewegung und so viel Kladderadatsch und hin und her. Das ist halt nur anstrengend. Gib mir einen Rathalos oder so. Alles kein Thema. Aber das... Oh Gott. Ich weiß nicht. Wir hatten jetzt auch mehr Glück als Verstand, dass er uns nicht getroffen hat damit. Er wird jetzt noch was machen. Keine Ahnung, was ihn jetzt umgehauen hat, aber wir akzeptieren es einfach. Oh, da hat er geheult. Okay, wir wetzen einmal. Und dann hinterher. Ich glaube aber auch, dass wir trotzdem immer noch nicht wirklich
Schaden gemacht haben bei dem Kumpel. Und ich hoffe nur, dass uns das zeittechnisch nicht irgendwie zum Verhängnis wird. Sondern dass wir das hier gut hinter uns bringen. Ja, nichts sagen, aber das war irgendwie ganz cool. So, da ist er. Schreit er uns wieder aus der Luft? Nein. Er schreit einfach hier. So, zur Seite. Oh no. Okay. Oh Gott! Okay, das macht bösartigen Schaden. Absolut bösartig. Oh. Er hat uns einfach halb das Leben weggezogen mit was auch immer er da gemacht hat. Oh nein. Oh nein, oh nein. Puh. Oh Gott. Ich kann ihn nicht so gut einschätzen. Oh nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weil alles, was jetzt kommt, wird einfach nur sauschmerzhaft werden. Wenn er schon diese komische Aura um sich herum hat. Boah. Wir müssen auch immer gucken, dass wir auf die Ausdauer achten, weil wenn wir keine Ausdauer mehr haben und nicht mehr... Was zur Hölle war das jetzt bitte? Ich hoffe, ihr seht, dass das einfach ein ganz anderes Kaliber von Monster ist, mit dem wir es hier jetzt gerade zu tun haben. Ich traue mich gerade nicht mal so wirklich, auf ihn zuzugehen. Ja, das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. War es scheinbar nicht. Oh mein Gott! Also ich weiß gerade nicht so wirklich, was wir machen sollen, außer jede Menge ausweichen, bis seine komische Aura da weg ist. Okay, weg, 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 weg. Wir wollen nicht hier seinen Drachen-Debuff haben. Wahrscheinlich macht das noch, dass es irgendwie unsere Defense runterschraubt und dann sind wir One-Hit oder so. Darauf kann ich verzichten. So, ich glaube, dass... Jesus! Kollege, was ist los mit dir? Ich habe ein bisschen Schiss, dass uns der Zeitrahmen hier zum Verhängnis wird. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem? Kollege, beruhig dich. Okay, es hat uns was getroffen von ihm. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Deo, 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 Deo. Ich lasse den Megatrank ausgerüstet, weil ich glaube, das ist gerade das Beste, was wir machen können. Alles andere ist wahrscheinlich keine gute Idee. Wir müssen immer bereit sein, uns gut zu heilen und das können wir am besten mit dem Megatrank. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier nicht so extrem aktiv im Kampfgeschehen drin bin, aber das ist mir gerade hier alles ein bisschen sehr viel. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh! Ich glaube, er hat sich ausgepowert. Jetzt wäre eigentlich ein guter Moment gewesen, um draufzuhauen. Er haut ab. Okay. Oh, Jesus Christ. Ich hoffe, dass wir den erledigt bekommen. Weil... Das ist jetzt gerade ein ganz anderes Kaliber. Ein ganz, ganz anderes Kaliber. Komm mal drauf. Dürfen wir? Danke. Let's go for a ride.
war. Jetzt haben wir gerade mal die Chance, hier vielleicht ein bisschen Schaden zu machen. Und wir nehmen natürlich alles mit, was wir kriegen können. Oh, perfekt. Das hilft uns gerade massiv. Okay, 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 sehr schön. Nehmen wir. Okay, er ist wieder maximal pissed. Okay, nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal, weil sonst haben wir ein Problem. Danke. Das ist nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit dem Kollegen, den wir im letzten Video bekämpft haben. Nicht mal ansatzweise. Wir haben jetzt halt auch kein Deo mehr. Oh, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob die... Oh, nicht gut. Oh, jetzt könnten wir sterben. Wir könnten sterben. Wir müssen... Megatrank, schnell. Okay. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, ob wir hier... Doch, wir haben noch ein Deo. Okay, 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 okay. Wir sind... Irgendwie haben wir diese Situation bereinigt. Oh mein Gott. Platz, 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 Platz. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Davon macht er zum Glück immer nur zwei. Was kommt nun? Okay. Okay. Oh Gott. Ich bin ja gerade schon ein bisschen nervös, ich sag's ganz ehrlich. Weil der hier ist... Scheiße. Ja, jetzt bösartig. Gucken wir mal, ob wir schnell heilen können. Oh no. Kommt aber momentan auch nicht aus dieser Rage raus. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Oh. Jetzt haben wir gerade einen Moment Zeit. Und dann gehen wir natürlich drauf. Okay. Die Rage ist durch und der Schädel ist gebrochen. Wir müssen jetzt die Zeit, die wir haben, nutzen, um halt draufzuhauen. Okay, wetzen. Wetzen, wetzen, wetzen. Könnten eigentlich mal, ich habe doch hier Energietränke. So. Hinterher. Oh Mann. Wir müssen uns echt ranhalten, dass wir jetzt langsam... Oh nein, ich bin... Mist, ich bin falsch gegangen. Das ist nicht gut. Wir haben sowieso schon... Ich bin einfach runtergesprungen. Okay, dann wieder hoch. Nicht gesehen, dass er da lang gegangen ist. Ist nicht schlimm. Dinge trotzdem. Wir reißen uns jetzt zusammen und dann machen wir den Kollegen fertig. Ist mir ganz egal. Ach nee. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ich weiß jetzt nicht, jetzt gerade macht. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen dafür ist, dass er schon angeschlagen ist. Ich hoffe es einfach. Kann es aber echt nicht so gut einschätzen bei dem hier. Der ist, er ist halt langsamer geworden und
Okay, okay, das ist gut. Das ist gut. Der Agnosom ist auch hier. Wenn wir Glück haben, können wir gleich nochmal einen Monster-Ritt machen. Ganz egal, auf wem eigentlich. Oh, wir können auf dem Magna Mado. This is gonna be good. Well done. Well done. Well done. So. Okay. Da liegt er. Ja, Agnosom, gib Gas, hau drauf. Er muss umkippen, er muss fallen. Er muss nicht zwingend jetzt fallen, aber er muss auf jeden Fall gleich fallen. Ist der Agnosom schon wieder weg? Wir müssen reinkloppen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch der Dings wieder hier. Ja, richtig. Ist das ein Jagras oder was? Ja, wir haben noch irgendwas gebrochen. Sehr schön. Ich glaube, es ist eine Kralle vorne. Er humpelt! Wow. Er humpelt. Wir kriegen es hin. Wir schaffen es. Wir werden ihn platt machen. Komm, let's go. Hinterher. That's what I'm talking about. Wird's jetzt nicht nochmal. Okay. Er liegt. Okay, wir müssen nach vorne. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Zur Seite. Okay. Okay. Wir schaffen das. Wir müssen jetzt nur ein bisschen... Oh! Mein Gott. Ich weiß nicht, wie er uns da nicht treffen konnte. Aber das war ja absolut knapp. Er und sein nerviger Fernkampf hier. Komm, wenn du nicht auf uns zukommst, kommen wir zu dir. Ist mir egal. Weil wir kriegen dich. Auch wenn wir nur einen Schlag pro Sprung machen. Wir kriegen dich. Ganz egal wie. Du wirst fallen. Okay, was auch immer jetzt kommt. Oh nein. Nicht gut. Zur Seite. Wespe. Ja! Ah. Wir haben ihn. Ladies and Gentlemen, we got him. I'll be taking this. Das war spannend. Das war absolut spannend. Das war ein sehr interessanter und sehr schwieriger Kampf. Ja, darauf muss ich erstmal klarkommen. Für eine Zeit habe ich echt gedacht, dass wir keine Chance haben. Die Schnelligkeit und diese Dracheneffekte und auch die Kugeln, die er schießt, das hat mich schon sehr aus dem Konzept gebracht, bin ich ganz, ganz ehrlich. Das war wahnsinnig. Aber wir haben ihn erledigt. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Dorfälteste sagt. Weil eigentlich ist die Gefahr ja jetzt gebannt. Ich denke, das ist was, wenn wir in Kürze herausfinden. Oh. Ich bin schon leicht am Zittern.
Heftiger Kampf. Kann man nicht anders sagen. Schauen wir mal, was wir bekommen. Schuppe, Panzer, Panzer und eine Klinge. Drachenit-Erz. Monsterknochen Plus. Monsterknochen L. Eine Klinge. Noch eine Klinge. Ja, alles klar. Wir nehmen natürlich alles. Und ein Achievement. Klinge der Arm. Krass, krass, krass. Good job defeating Magnamalo, Kimura Hunter. You are what I call a true hero. Welcome back! We heard you beat that Magnamalo! Way to go! We've been thinking about what Elder Fugen told us. About what we could do to help protect everyone in the village. But all I can do is take care of buddies. And I can only prepare Dongo for you. But then, we figured that all the work Iori does actually makes your life a lot easier. And my delicious treats keep everyone happy and in good health. And that's how we contribute to Kimura. Fine answer. I knew Kimura Village had the brightest kids around. Well now, I think it's time for me to get back to doing my part, don't you think? Right, me too. And me three! Okay, time for some new recipes! I've been thinking of a Magnamalo menu. I'd use some dark chocolate. Sounds heavenly. We'll let us know when it's finished. I gotta say you did a great job, Hunter. Thank you. Take it. This thing's been passed down in Kimura for generations. You defeated Magnamalo, so now it's yours. Take it, will ya? I'm getting too old to be lugging this thing around. Go on. I feel lighter already, kid. Wir haben es geschafft. Der Magnamalo ist Geschichte. Credits laufen. Ist das nicht wunderbar? Monster Hunter ist schon eine Serie, die sehr viel Spaß macht. Ich lasse jetzt einfach mal die Credits laufen und werde dabei noch ein bisschen reden. Ich vermute mal, dass das jetzt so das Main, das Hauptziel des Spiels war. Wir gucken gleich mal nach den Credits, wie es vielleicht für uns weitergeht. Ob wir im Dorf noch über die 5-Sterne-Quests hinaus arbeiten können. Theoretisch habe ich ja auch noch das Sunbreak-Update. Ich hoffe, dass das uns noch ein paar Dorf-Quests gibt. Warum ist das eigentlich? Weil normalerweise kann man im Dorf bis zu 7 Sterne, glaube ich, machen, Quests. Die Frage steht natürlich auch im Raum, was nach Monster Hunter auf meinem Channel folgen soll. Und ursprünglich hatte ich ja auch mal gesagt, falls jemand die ersten Counter-Strike-Videos gesehen hat, dass ich gerne Shooter spielen möchte. Und das möchte ich auch machen. Natürlich werden alle 2 Wochen im besten Fall immer noch SAS-Folgen kommen. Aber
habe schon so ein paar Spiele auf dem Radar, die ich gerne nachholen möchte, die ich selber noch nicht durchgespielt habe. Dabei handelt es sich auch um Shooter. Und vielleicht, wenn das jetzt wirklich so mehr oder weniger das Main, das Hauptende von diesem Spiel ist, kann es schon sein, dass wir schon sehr bald dann auch eine neue Serie anfangen werden. Das werden wir dann einfach gleich mal schauen. Sollte dem so sein, dann würde ich trotzdem, falls wir wie gesagt noch 6, 5, 6, 7 Sterne-Quests machen können, das auf jeden Fall zwischendurch auch noch bringen. Weil ich würde eigentlich ganz gerne, so gut es geht, die meisten Monster in diesem Spiel zeigen. Ich möchte natürlich auch meinen Charakter noch ein bisschen entwickeln und vielleicht auch dann mal online spielen. Wäre auch ganz interessant, mal mit anderen Leuten noch auf ein paar Jagden zu gehen. Puh, aber wie gesagt, das steht erstmal noch offen. Aber bisher hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich kann halt nicht sagen, ob das mein Lieblings-Monster Hunter-Teil ist. Fand Monster Hunter World sehr, sehr cool. Das hat unfassbar Spaß gemacht, aber ich war halt auch, wie gesagt, ein Fan der alten Monster Hunter-Teile schon. Und für mich ist es halt so dieses ganze, der 1 gegen 1 Kampf gegen das große Monster, ist für mich einfach was ganz Besonderes. Ohne zu wissen, wie viel Leben hat das Monster jetzt noch, auf die Umweltfaktoren zu achten, darauf zu achten, humpelt das Monster, wie verhält es sich, die Bewegungsmuster und Angriffe zu lernen. Das ist, finde ich, was ganz Besonderes. Und deswegen, wie gesagt, würde ich auch gerne Monster Hunter noch weiterspielen. Vielleicht dann nicht mehr in derselben Frequenz wie jetzt, also nicht mehr mit 3 bis 4 Folgen die Woche, sondern dann vielleicht nur noch 1 bis 2. Aber wie gesagt, das werden wir dann sehen. Ich werde jetzt mal die Credits bis zum Ende weiterlaufen lassen noch und wenn die Credits vorbei sind, werde ich mich nochmal zurückmelden. Also bin ich jetzt für einen kleinen Moment raus.
Ich wollte nicht dazwischen funken, aber dieses originale Monster Hunter Theme, was da gerade auf dem Klavier oder Piano gespielt wurde, war einfach so gut. Schon gefragt, ob das in dem Spiel gar nicht vorkommt, weil ich finde es einfach unfassbar episch. Und das kommt sowas von auf meine Playlist. Aber so wie es Monster Hunter Tradition ist, natürlich sind wir nicht fertig. Du hast Magna Malu zwar besiegt, aber ich garantiere dir, dir stehen noch schwere Jagden bevor. Ach ja, wo wir gerade davon sprechen, Hinoa hat jetzt 5-Sterne-Quests für dich. Sieh sie dir an, sobald du kannst. Hör zu, Racer. Dank dir brennt die Hoffnung in ganz Kamura wie ein Leuchtfeuer. Mach weiter so. Hast du eine neue Waffe? Gebrauchtes Schwert 1. Okay. Als erstes gehen wir mal in den Questschalter. Ist das wahr? Der älteste Vogel hat dir wirklich sein Schwert vermacht? Tatsächlich, was für eine Ehre. So eine mythische Waffe zu erhalten. Was nun passiert, da dir ein solcher Schatz zuteil geworden ist? Ich glaube nicht, dass du etwas. Dass etwas Besonderes passiert. Spürst du eine enorme Macht in deinem Inneren? Nein? Aha. Tja, der älteste Vogel wollte es eh demnächst weitergeben, weil es so schwer ist. Wie merkwürdig. Ah, vielleicht meinte er schwer, das Gewicht der Verantwortung, nicht physisches Gewicht. Ja, das ergibt Sinn. Du musst verstehen, für uns im Dorf ist das Schwert ein bedeutendes Symbol und nur ein wahrer Anführer darf es führen. Bist du bereit für die Verantwortung? Wir werden sehen. Für den Moment müssen die 5-Sterne-Quests genügen. So, erstmal Nebenquest, großes Monsterjagd. Ich würde sagen, damit waren wir sehr erfolgreich. Meine Prediction, 5 Sterne, Rathalos ist dabei. Here's the quest list. Schauen wir mal. 4 Stück müssten wir machen für die nächste Stufe. Nagakuga. Zinogre, oh cool, da freue ich mich drauf. Anyanat, Mitsune, Rathalos. War klar. Hier ist der Kollege Magna Malu. Hier hätten wir dann Gezu und Somnakant, Kuruyaku und Anyatan und Tetranadon und Volvidon. Vielleicht als kleine Vorschau. Wir werden auf jeden Fall Mitsune machen, weil ich Mitsune nicht kenne. Wir werden Zinogre machen, weil ich Zinogre einfach mag. Rathalos ist ein No-Brainer, ist ein Monster-Spiel. Wir müssen Rathalos besiegen. Nagakuga weiß ich nicht, mag ich nicht so gerne. Dann bleibt eigentlich nur noch Anyanat übrig. Ja, das werden wir auch machen. Bevor wir die Folge aber abschließen, gehen wir jetzt noch einmal kurz zum Schmied. Denn ich möchte gerne wissen, können wir was Neues herstellen und Finsternishammer. Okay. Oh, der sieht gut aus und der macht Explosionsschaden. Der wird wahrscheinlich wirklich sehr gut sein. Dafür bräuchte ich aber noch 3 Magna Malu Schilder und 2 und ein Prisma. Ich vermute, den Hammer werde ich uns mal offscreen ergrinden. Ob schon zur nächsten Session, weiß ich nicht, aber das steht auf jeden Fall auf der Liste. Verbessern könnten wir das hier zur Kriegskeule. Und wir hätten den Rückenpanzerhammer 2. Dafür bräuchten wir nur einen Barott-Schwanz. Kriegen wir sicherlich auch irgendwo her. So, und jetzt gucken wir einmal, wie Finsternis-Set. Oh, okay, es ist natürlich. Wie in den besten neuen Monster Hunter-Teilen muss es ein Set geben, das an einer Samurai-Rüstung angelehnt ist. Und natürlich braucht man dafür eine Platte. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in alten Monster Hunter-Teilen war es immer so, dass Platten die geringste Drop-Chance hatten, zumindest in den niedrigtierigeren Quests. Meistens so mit, weiß ich nicht, 1%, 5% oder sowas, glaube ich. Also müsste man wahrscheinlich relativ viele von machen, um dieses Set überhaupt erstmal freizuschalten. Damit werden wir uns aber auch jetzt erstmal nicht beschäftigen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich auf das, was demnächst kommt. Und ich bin raus. Achso, bevor ich es vergesse, ein Like, ein Abo oder ein Kommentar oder auch alles drei, würde ich mich sehr darüber freuen. So. Jetzt reicht's aber wirklich. Ich bin raus.